Bobbig. Ja, hallo, wir steigen direkt ein. Wir haben in den letzten ungefähr 8 Jahren beim Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen gearbeitet. Und jetzt erstmal die Frage, worum geht es eigentlich in der Jupiter-Mission der ESA? Die ESA schickt Raumsonden ins All und die muss irgendjemand bauen. So sieht das aus, also Artist's Impression, ne? Das Ding fliegt an einem Mond vorbei auf den Jupiter zu oder umgekehrt, ja, ungefähr so. Das ist eine Large Mission von der ESA, das heißt eine der größeren Missionen. Und erstmal, was sind die Rahmenbedingungen? Von was für einem zeitlichen Rahmen sprechen wir? Das Projekt wurde gestartet 2012. Die Entwicklung der Geräte erfolgte bis 2021 ungefähr und das Gerät ist im Moment, also der Start in Kourou war 2023 und das sieht man jetzt hier oben, das fliegt also um die Erde rum wie so ein Hammerwerfer und soll dann beim Jupiter ankommen in 7 Jahren und dann 3 Jahre messen und nochmal 1 Jahr um einen von den Monden fliegen und messen. Also ein Projekt über mehr als 20 Jahre. Da sieht man ein Bild von der ganzen Raumsonde noch im Rheinraum in Toulouse bei Airbus. Da unten sieht man, da sieht man eine Person, also die Größenordnung so ungefähr mindestens wie ein VW-Bus, so die Größe. Was muss das Gerät aushalten? Temperaturbereich, das kommt an der Venus vorbei, so ein Flyby, plus 250 Grad Celsius. Und bis zum Jupiter, da sind dann minus 230 Grad, das ist also nicht mehr Consumer Electronic, was man da verbaut. Elektromagnetische Strahlung bei 100 Gigawatt, die Einheiten weiß ich nicht genau, da müsste ich jetzt die Physiker fragen, ich bin Softwareentwickler. Auf der Erde sind wir bei 0,1, also ungefähr das Tausendfache an Strahlung wie hier bei uns. Also die Elektronik ist dann dementsprechend abgeschirmt und wir haben auch nicht High-End-Rechner drin, also nicht 2 GHz irgendwas Prozessoren, sondern sehr grobe Schaltungsentwürfe sind da verbaut. So. Hier haben wir ein Bild wieder in der Mitte. So. In der Mitte wieder dieser große Kasten, den wir eben hatten. Das sind die Solarpaneele, die hängen dann links und rechts dran. Die sind auch ausgeklappt, hat alles wunderbar funktioniert. Die produzieren 850 Watt ungefähr, denn beim Jupiter ist es ja weit weg, ne, deswegen so groß. Für das Instrument, achso, genau, das müssen wir vielleicht mal sagen. Wir haben also nicht die Raumsonde gebaut und auch nicht programmiert, sondern wir haben für ein Instrument, was auf dieser Raumsonde verbaut, angebracht ist, für eines von 10 Messinstrumenten haben wir die Steuersoftware entwickelt. Und dann fange ich vielleicht mal hier an mit dem Bild. Hier sieht man beschriftet, wo diese ganzen Instrumente sitzen. Und hier ist eins, das heißt SWI. Das ist das, was in Göttingen entwickelt und gebaut wurde. Und das sitzt also hier drauf. Und für dieses Instrument stehen, da gibt es ein Budget, wer wie viel Strom kriegt, 60 Watt zur Verfügung. Und das ist für das gesamte Gerät mit Motoren und analogen Elektronikeinrichtungen und so weiter. Für den eigentlichen Steuerrechner da drauf sind 3 Watt abgestellt. Das ist also auch nicht ein Multicore-Power-Rechner, sondern das ist, da ist nicht viel Saft. Ne? Das sind also alles Randbedingungen, die dafür sorgen, dass man jetzt nicht mit super Rechentechnik, also aus dem Vollen schöpfen kann, sondern man kriegt was ganz, ganz Einfaches, Rudimentäres, mit wenig Rechenleistung und muss damit zurechtkommen. Weitere Randbedingungen sind Sendezeit, also Signallaufzeit von der Erde zum Jupiter sind 45 Minuten. Wenn man also hier von Darmstadt Kontrollzentrum ein Signal abschickt, weiß man nach 1,5 Stunden, ob das überhaupt angekommen ist. Also kriegt man die Rückmeldung. Und auch die Sendekanäle hin und zurück sind natürlich limitiert. Für Kommandos, TC ist Telecommand.
Kommandos an das Instrument schicken, also jetzt nicht die ganze Sonde, sondern nur das Budget für das Instrument. Und wir können 100 Kommandos pro Tag schicken. Und damit muss alles gesteuert werden. Downlink sind 1,4 Gigabyte pro Tag, aber für den ganzen Kasten, also die ganzen Bilder, die aufgenommen werden, Messwerte und so weiter, das geht alles, das sind maximal 1,4 Gigabyte pro Tag. So, wir zoomen jetzt mal rein auf dieses Instrument, weil die ganze Sonde hatten wir nicht so aktiv mit zu tun. Hier liegt das mehr oder weniger fertige Instrument auf dem Labortisch noch in Göttingen. Das besteht aus zwei Teilen, und zwar hier vorne eine Electronic Unit, wo verschiedene digitale und analoge Elektronik verbaut ist, da komme ich gleich noch zu. Und da hinten sieht man eine Parabolantenne, ungefähr 50 cm Durchmesser, die auf einen Punkt fokussiert, auf dem Jupiter. Und die über zwei Spektrometer im 600 und 1200 GHz Bereich die molekulare Zusammensetzung der Atmosphäre ermitteln kann und über Doppler-Effekte auch noch Windgeschwindigkeiten. Also es ist ein Atmosphärenzusammensetzung und Wind- und Wetterbeobachtungsgerät im Wesentlichen. Was so mit einem großen roten Fleck und so interessant ist. Aber das ist auch wieder Physik, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist reiner Empfänger, kein Radar, was auch Sinn macht. Nee, reiner Empfänger, genau. 600 GHz, das kriegt man mit Digital-Elektronik überhaupt nicht eingefangen. Deswegen ist da erstmal eine Analog-Elektronik drin, die eine Schwebung gegen ein definiertes Signal erzeugt und damit im 6 GHz Bereich die Abnahme möglich macht und Spektren produziert, die von einem ASIC aufgenommen werden. Das ist alles noch sozusagen hinter dem, wo die Software drauf zugreift. Und das Auslesen aus den ASICs, dann, das ist dann zum Beispiel Softwareaufgabe, da kommen dann 40 Kilobyte pro Messung raus, typischerweise einmal pro Minute. Das ist also nicht so ein wahnsinnig großer Datenumfang, das ist relativ übersichtlich vom Datenvolumen her. So, genau, hier vorne ist die Electronic Unit. Das ist das Gerät, was tatsächlich unterwegs ist, im All. Hier haben wir nochmal das Gleiche, das ist das Engineering Model, das ist sozusagen ein Vormodell, also ein Prototyp für die Entwicklung. Der ist auf der Erde geblieben, der ist auch nicht schwarz beschichtet. Und wie man hier zum Beispiel schon mal sieht, das ganze Ding besteht aus 10 Baugruppen. Da haben wir hier rechts haben wir Spannungswandler. Wir kriegen 28 Volt vom Spacecraft und brauchen intern so das übliche 12 Volt, 5 Volt und so weiter. Das macht hier rechts diese Einheit. Daneben ist schon das Interessanteste für uns, das ist der Rechner, diese Scheibe hier. Das ist der Steuerrechner. Und dann kommen eine ganze Reihe Analog-Einheiten, unter anderem hier links diese zwei Spektrometer, einmal 600, einmal 1200 GHz. Und da sieht man auch schon einen interessanten Punkt, nämlich da fehlt eins. Und dieses Bild ist von kurz vor Abgabe bei der ESA. Wir hatten also bis wenige Monate vor Fertigstellung des gesamten Gerätes hatten wir nicht ein vollständiges Gerät zum Testen zur Verfügung. Hat auch zu Problemen geführt, weil die Spannungsversorgung nämlich nicht funktioniert hat, wenn man alles hernimmt, aber war zum Glück nicht unser Softwareproblem. Ja, so, wir zoomen weiter rein. Das ist jetzt nur der Steuerrechner, die DPU. Das ist ein ganz normaler Rechner, 32-Bit, CPU, hier, 32-Bit Spark Leon 3, Radiation Hardened, das heißt, das ist nicht einfach nur in Plastikgehäuse drin, sondern schön mit Metall ummantelt, dass da nicht so viel Strahlung reinkommt und die anderen Komponenten entsprechend auch. Dann haben wir hier Speicher und PROM. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich die hier nicht genau einzeln. Also es gibt einen Flash-Speicher, Festplatte-Speicher, es gibt einen SRAM, weil DRAM geht nicht da, aber SRAM, einen Arbeitsspeicher. Und es gibt einen größeren FPGA, der so
spezifische Sachen macht, wie Schnittstellen zu den Instrumentenbaugruppen. Jetzt nochmal, was wir vorher hatten, die ganzen Randbedingungen, unheimlich viel Strahlung, wenig Strom und so weiter. Das führt dazu, dass wir eben nur einen relativ leistungsschwachen Rechner haben. Das ist ein 20 MHz Prozessor, Single Core. Und damit befinden wir uns so in der Zeitleiste ungefähr kurz vorm Amiga 4000, 1990. Ja, also man muss sich so ein bisschen zurückversetzen in die Zeit, als man mit Computern angefangen hat und überlegen, wie komme ich damit zurecht, wie mache ich damit eine ganze Steuersoftware, Realtime-Steuerung für ein ganzes Instrument. Ja. Achso, hier ist Bild, da sieht man also den Steuerrechner. Das Ganze nochmal als Blockdiagramm. Kommen wir wieder hier links, den Prozessor und die Speicher. Dann haben wir hier SpaceWire-Schnittstelle, ist also nicht Ethernet, sondern SpaceWire ist aber im Wesentlichen eine Netzwerkschnittstelle, doppelt ausgeführt, redundant. Also teilweise ist die Elektronik redundant ausgeführt, falls wir mit Ausfällen zu tun haben. Und hier der FPGA, der die ganze Interface-Steuerung nach innen macht, an die verschiedenen Baugruppen dran, die Spektrometer, das Power Supply, also die Spannungswandler, Motorsteuerung für diesen Parabolspiegel, den man steuern, den man bewegen kann. Ja. Daten übertragen über die Netzwerkschnittstelle ist 40 Megabit pro Sekunde, was völlig ausreicht für unsere Zwecke. Also es gibt andere Instrumente, die Bilder generieren, die sind dann ein bisschen mehr am Limit, aber also für uns ist das völlig ausreichend. Und die Steuerung über diese Schnittstelle von der Bodenstation bzw. vom Spacecraft aus, da gibt es dann Vorgaben von der ESA, die umzusetzen sind. Da gibt es einen Standard, wie diese Datenpakete aufgebaut sind, wie die Nummern verteilt sind für die einzelnen Kommandos und so weiter und so fort. Und das ist also PUS Packet Utilization Standard, heißt der Telecommand. Sind die Datenpakete, die zum Instrument gehen und Kommandos erteilen. Telemetrie ist das, was zurückgeschickt wird, also zum Beispiel Messergebnisse oder Informationen darüber, dass gerade irgendein Kondensator explodiert ist oder irgend sowas. Also, dass Temperaturwerte nicht eingehalten werden. Der Bootloader ist so die erste Software, die startet. Die ist nicht von uns programmiert worden, sondern von wesentlich von CBK, das ist also die Weltraumbehörde von Polen in Warschau, die auch die ganze Elektronik gebaut, also den Steuerrechner entworfen und gebaut haben. Sehr gute Leute, halte ich große Schritte auf die polnischen Elektroniker. Und genau, das haben wir schon gesagt, der Steuerrechner ist ein 20 MHz 32-Bit Spark. Was haben wir dafür? Jetzt Softwareentwicklung, da müssen wir irgendwas machen. Wir haben eine GNU-GCC-Toolchain, wir können also C programmieren. Wir hatten am Anfang ein sogenanntes Demonstration Model, das ist also im Wesentlichen ein Eval-Board, wo nur die linke Hälfte drauf ist, also nur der generische Teil. Da konnte man so ein bisschen anfangen mit. Da hatten wir dann noch einen JTAG-Dongle zum Software hochladen und wir hatten UART für Debugging. Das war aber nur im ersten anderthalb Jahren. Danach hatten wir das Engineering Model und das ist alles nicht mehr drauf. Also wir können kein Print-Car einbauen zum Beispiel, um zu gucken, wo die Fehler sind, sondern wir müssen das alles aus den Rückmeldungen von der Software schließen. Und auch die Software-Updates laufen über das eigentliche Steuerprotokoll direkt ins Flash. Aber dank des Bootloaders hat man es immer zur Verfügung, auch wenn man die Software komplett zerschossen hat. So. Mal gucken. Was haben wir jetzt nicht? Ach ja, genau. Die Software. Weil wir relativ viele Baugruppen haben, die wir ansteuern. Und weil auch dieser Kommandostandard von der ESA
in einzelne Kapitel geteilt ist, haben wir die Software von vornherein in Module aufgeteilt. Jede Aufgabe ein Modul. Also insgesamt 34 Module, davon 9 dual, das heißt redundant ausgeführt, da wo Komponenten auf der Hardware auch redundant ausgeführt sind. Und ja, die Module laufen, also vom theoretischen Konzept her laufen die Module als eigenständig, also wie auf eigenständigen Prozessoren, könnte man sagen. Faktisch läuft es natürlich alles auf diesem einen Spark-Prozessor. Das heißt, kooperatives Multitasking, genau. Mehr oder weniger. Also ein Round-Robin-Scheduler, der einfach alle Module ausführt, der von vorne anfängt, genau. Dass sie alle bedient werden können. Ja. Das heißt, faktisch ist jedes Modul einfach eine Funktion und jede Funktion endet nach wenigen, zum Beispiel nach einer Millisekunde, dann kommt das nächste dran und so weiter und die werden einfach rundherum immer aufgerufen. So ziemlich das einfachste Scheduling-System, was man sich vorstellen kann. Cyclic Executive. Okay? So, den ersten Prototyp haben wir einfach in C geschrieben, weil wir den C-Compiler da haben. Haben wir ausprobiert, wie fühlt sich das an, diese ganzen Module, Cyclic Executive und so weiter. Wir haben festgestellt, da muss man ziemlich viel Kleinkram machen, ist sehr aufwendig, komplex. Vor allem fehleranfällig. C ist nicht besonders freundlich, wenn es darum geht, Fallstricke zu vermeiden. Dann bei der Abschätzung, ob man dann zum Ziel kommt, auch die Frage, was haben wir für ein Budget? Am Anfang wurden für das Budget 5 Jahre eine Person angesetzt für die komplette Softwareentwicklung, inklusive Testbench. Einen ganzen Testrechner, also eine Ground-System-Simulation, Dokumentation, Kommunikation mit der ESA, auch nicht ganz einfach. Und wir haben später rausgekriegt, dass in den anderen Projekten für die anderen Instrumente nicht eine Person 5 Jahre, sondern bis zu 10 Personen für Softwareentwicklung angesetzt wurde, für Software, die nicht wirklich viel komplizierter ist. Also das Budget war sehr niedrig angesetzt und wurde dann auf 2 halbe Stellen gestellt, weil wir uns das geteilt haben. Die eine halbe Stelle, die Kontrollsoftware selber, also die Software, die dann auf dem Gerät läuft, das hat im Wesentlichen nicht gemacht. Die andere halbe Stelle, die ganze Toolchain betreuen, Test-Setup, Datenbank und so weiter außenrum, hat Felix gemacht. Und als auch erschwerend hinzukam, das ist ein Forschungsprojekt, also es ist nicht ein Gerät, was spezifiziert ist und dann programmiert man das halt runter, sondern die Spezifikationen haben sich laufend geändert bis nach Abgabe des Gerätes. Also wir haben, und zwar auch im nicht spezifischen, nicht forschungsrelevanten Bereich, also wir haben zum Beispiel die vollständige Spezifikation für den Motorcontroller, haben wir erst Anfang 2022 bekommen, obwohl der bereits eingebaut und geliefert war an die ESA ein Dreivierteljahr vorher. Das sind also die Rahmenbedingungen für zuverlässige Software. Ja, willst du den? Genau, und das ist auch wahrscheinlich, warum dieses Budget so crazy ist. Ne? Das ist die Komplexität der Software ist so konstant gestiegen. Also es war erst so, ja, ihr müsst nur die Daten runterladen und abschicken und dann ist alles gut. Und auf einmal hat sich herausgestellt, dass diese ganze Steuerung dieser hochempfindlichen Instrumente wesentlich komplexer ist, als die Leute sich das vorher gedacht haben. Also das war schon überraschend. Zur Architektur, also jetzt zu dem umfassenden, gut, der Prototyp war in C und wir haben gemerkt, das ist so fehleranfällig, da können wir so viel missbauen, ohne mitzukriegen, dass da irgendwas buggy ist und so. Wie können wir das vereinfachen? Wie können wir das formalisieren, strikter machen, bessere Checks haben? Und wir brauchen nicht die ganze Mächtigkeit, wir brauchen nur eine Sprache, effektiv eine DSL, Domain Specific Language,
die unsere Architektur abbildet und mit der wir sozusagen einfach das umsetzen können, was wir wollen, ohne mit den ganzen möglichen Fehlerquellen von C konfrontiert zu sein. Und wir haben uns, was haben wir gedacht, einfachste Sprache, Oberon, ne, von Pascal abgestammend, aber noch einfacher, Niklaus Wirth, Gott hab ihn selig. Und haben wir uns praktisch einen Übersetzer geschrieben, der C erzeugt, weil das war vorgegeben von der ESA, muss C sein. Und haben praktisch unsere Flight-Software in Oberon geschrieben. Und das Interessante daran ist, dass zum Beispiel, dann habe ich mir meine Misra-C, das Misra ist dieser Standard, um C in sicheren oder hochanspruchsvollen Umgebungen, was für die Programmierrichtlinien man befolgen sollte, um Fehler zu vermeiden. Und ganz viele davon basieren auf der Syntax von C. Also allein die Syntax von C ist schon, hat schon so viele Fehlerquellen oder mögliche Fallstricke, dass allein durch die striktere Syntax von Pascal effektiv sich davon ganz viele vermeiden lassen. Also 80% ungefähr war meine Rechnung, okay, das sieht jetzt nicht ganz so aus, aber die fallen einfach weg, ne? durch die Struktur, die syntaktische Struktur von Pascal. Und das war schon ziemlich, das hat uns eine Menge Ärger erspart, würde ich mal sagen. Genau, das Cyclic Executive, das ist jetzt sozusagen der Name für diesen Round-Robin-Scheduler, für alle Module, die eigentliche Hardware bedienen, laufen lässt. Wir haben Message Passing zwischen den Modulen, also ein ganz einfaches, statisches Nachrichten übermitteln, damit diese Module miteinander kommunizieren können. Wir haben State Machines, das heißt, jedes Modul ist zu jedem Zeitpunkt in einem bestimmten Zustand. Das macht es erstmal die Steuerung der einzelnen Geräte einfacher und zweitens ist es halt auch, bildet das sozusagen den Ablauf der Maschine gut ab. Jedes Modul hat eigenen Speicher, es gibt keine globalen Variablen, sondern alles ist im Endeffekt so ein bisschen wie Objekte. Ne? Objekte mit zugehörigen Code und zugehörigen Daten. In der Syntax dieser Sprache haben wir so ein paar Sachen eingebaut, um zum Beispiel wie maximale Loop Counts. Es gibt Loops, aber jeder Loop hat ein fixes Limit. Das heißt, es gibt keine Endlosschleifen. Es gibt irgendwann immer einen Abbruch. Einfach um zu vermeiden, dass wir irgendwie, dass das ein Modul hängen bleibt, weil dann läuft natürlich gar nichts mehr, weil das kooperatives Multitasking ist. Das heißt, wir haben keine Interrupts, wir haben keinen Nicht-Determinismus, alles ist statisch messbar. Wir können genau die Latenzzeiten für einen kompletten Umlauf können wir errechnen. Und das macht das Ganze natürlich sicherer und einfacher. Genau. Und was war mir eben noch eingefallen? Genau, wir haben auch kein Betriebssystem. Das brauchen wir nicht, weil die Anforderungen sind so klar. Wir brauchen nur eine Spacewire-Schnittstelle, Oskar hat den Treiber dafür geschrieben. Und dadurch haben wir absolute Kontrolle über die Hardware und über die Ausführungszeiten und über die Ausführung der einzelnen Module. Der Compiler für dieses HO, das ist sozusagen unser Oberon-Dialekt, ist in Scheme geschrieben. Chicken, falls jemand das kennt, einmal jubeln bitte. Genau, das hat erstaunlich gut funktioniert. Nächstes Mal. Achso, gehen wir noch einmal zurück. Wir haben also hier nochmal den Steuerrechner in Großansicht, GPU, also Data Processing Unit, hatte ich vergessen zu sagen. Und hier nochmal das ganze Gerät, habe ich mal so hochkant gestellt, die Electronic Unit. Und zwar, wenn man das als Blockdiagramm nochmal sich anschaut, hier der Rechner, da die ganzen einzelnen Komponenten von der Hardware, hier die Netzwerkschnittstelle, dann das Ganze in die Module wieder überführt, dann hat man hier wieder den Steuerrechner, den generischen Teil. Hier hat man lauter Module, die die logischen Funktionen in der Hardware steuern, also zum Beispiel einen Spektrometerablauf, also Messablauf steuern in Spektrometern und hier in der zweiten Schicht die Module, die auf die Hardware zugreifen, also die Interface-Treiber. Ja.
im Wesentlichen. Ja. Jetzt ist das schon wichtig. Achso, willst du gleich? Als Beispiel, hier ist ein Modul drin, das ist auch von der ESA vorgegeben, das ist im Wesentlichen, also das heißt Test, das ist ein Verbindungstest. Also man kann ein Telecommand an das Gerät schicken und es antwortet mit einem Telemetrie. Wir kennen das als Ping und das nehmen wir mal als Beispiel raus. So, jetzt. Das ist jetzt die State Machine für dieses Testmodul. Ja, ganz einfach, vier Zustände, wartet auf Nachrichten, hat eine Nachricht bekommen, bereitet eine Nachricht zum Abschicken vor und ist fertig. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel davon. Ja, das ist der Quellcode. Und vielleicht erkennt man so ein bisschen so eine Pascal-Ähnlichkeit. Moduldeklaration, lokale Variablen, Ports sind sozusagen, wo die Messages übertragen werden. Zustände werden deklariert. Wir haben hier so einen Switch effektiv, na, aber für diese Zustände. Wo bin ich gerade? Im Idle-Zustand. Gucke, ob eine Nachricht angekommen ist. Extrahiere die Daten aus dieser Nachricht. Next geht in den nächsten Zustand. Das ist ganz simpel. Ne? Es ist einfach nur ein großer Switch. Und dann gehen wir in den nächsten Zustand und dann beendet das Modul und irgendwann kommt es wieder dran und nutzt sich seinen aktuellen Zustand und arbeitet weiter. Hier wird eine Nachricht erzeugt, die entsprechenden Werte eingetragen, nächster Zustand Send, hier wird es abgeschickt, Paket wieder freigegeben. Übrigens die einzige Stelle, wo irgendwo dynamisch Speicher alloziert wird, ist nur in diesen Paketen. Das alles andere ist statisch. Danach geht er wieder in den Dump-Zustand und ist fertig. Genau, es ist immer, also es gibt, das wartet nicht oder so, sondern alles muss mit Zuständen abgebildet werden, damit das ganze System bloß nicht hängt, weil es muss konstant laufen, konstant auf Nachrichten von außen warten. Und kommuniziert innerhalb der Software zwischen den Modulen über diese Nachrichten. Die Nachrichten sind statisch, das heißt, wenn ein Port besetzt ist, passiert gar nichts mehr. Die Nachricht muss verarbeitet werden, bevor es weitergehen kann, bevor eine neue Nachricht reingestopft werden kann. Sonst hat man Message Queues und die können wachsen und dann können sie überlaufen. Dann hat man so eine Art. Das ist ein ganz einfaches Modul. Es gibt auch kompliziertere Module. Ja, ein bisschen. Als Beispiel, das ist so klein, dass man es nicht mehr lesen kann. Das soll man auch gar nicht lesen. Das ist die State Machine für das Switch-Modul, für das Modul, was die Spannungswandler steuert. Also da sind eine ganze Reihe Spannungswandler und Schalter, mit denen die einzelnen Baugruppen ein- und ausgeschaltet werden können. Und das ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Da muss man Timing einhalten, den einen Schalter 10 Millisekunden nach dem anderen anschalten und so weiter, um zu verhindern, dass wir Spannungsspitzen haben oder Kurzschlüsse. Und das ist richtig gefährlich. Ne? Also wenn man die einzelnen Subsysteme in der falschen Reihenfolge anschaltet, dann gehen Sachen kaputt am Jupiter. Also das ist richtig kritisch hier, ja? Und sowas, das hat keiner vorher nicht gerechnet, dass das so kompliziert aussieht. Aber das hat es echt in sich, also diese eine Sache. Und es geht nur um An- und Ausschalten im Grunde genommen. So, und auch noch eine schöne Übersicht ist, hier sind nochmal die ganzen einzelnen Module zu sehen und der Datenfluss zwischen den Modulen. Also hier oben sind die Spacewire-Schnittstellen, wo Telecommands von der Raumsonde reinkommen. Die werden dann analysiert, ob sie relevant sind, werden auseinandergepflückt, je nach Typ, für welche Unterbaugruppe sie gedacht sind, werden verteilt. Die einzelnen Baugruppen übernehmen Steueraufgaben, reagieren entsprechend, produzieren Ergebnisse, auch zum Beispiel Mitteilungen über Zustände auf dem System, Fehlerzustände und so weiter. Und am Ende läuft alles zusammen, es wird Telemetrie erzeugt und über Spacewire an den Onboard-Computer geschickt und von da zur Bodenstation. Ja, meine Hauptprämisse war Keep it simple. Habt ihr schon gemerkt, wir haben eine ganz einfache Sprache gewählt, wir haben alles versucht, möglichst einfach zu halten. Wir haben kein Betriebssystem genommen, RTEMS ist also so ein Real-Time Operating System, was in anderen Projekten benutzt wurde. Die ESA wollte uns zwingen, das zu benutzen. Wir mussten eine Begründung schreiben, warum wir das nicht tun. Haben sie dann zum Glück akzeptiert.
in dem Schwesterprojekt sind dann tatsächlich im Spacewire-Treiber von dem Betriebssystem Bugs aufgetreten. Unser Spacewire-Treiber, das sind 500 Zeilen. 500 Zeilen Code schreibt man hin, die funktionieren. Da hat man, wenn man sie selber schreibt, den Überblick, da kann nicht viel schief gehen. Und für die SPI-Schnittstelle, also für die Interfaces zu den Baugruppen ähnlich. Das in Anführungszeichen Betriebssystem besteht im Wesentlichen aus dem Scheduler, Trap-Handler, Paketmanagement und Initialisierung, das war's. Das sind also alles zusammen ein paar hundert Zeilen Code, mehr braucht man da nicht. Alles ist statisch gelinkt an feste Adressen. Das heißt, wenn wir später Bugfixes machen müssen und in einem Modul Änderungen machen, dann wird nicht alles zusammen gelinkt und es verschiebt sich und ändert sich und muss alles neu hochgeladen werden, sondern es sind nur kleine Bereiche betroffen. Das heißt, wir können mit ganz wenig Kommandos einen Bugfix an das Gerät schicken, was relevant ist, weil eben die Bandbreite nach oben relativ niedrig ist. Die ganze Entwicklungsumgebung ist textbasiert, Command-Line getrieben, alles in Git dokumentiert, vollständig reproduzierbar. Also man kann das Projekt einfach auf dem Linux-Rechner auschecken, Make eingeben und Kaffee trinken gehen und dann ist die Flight-Software fertig und kann zum Beispiel an die ESA gegeben werden für ein Update. Ein bisschen Tempo, ja. Wir haben versucht, so viel wie möglich automatisch erledigen zu lassen. Also die Diagramme, die ihr eben gesehen habt, die State-Diagramme und so weiter, ist alles automatisch aus dem Source-Code erzeugt. Tabellen, die nach Richtlinien der ESA abgegeben werden mussten, haben wir aus dem Source-Code erzeugt. Und es gibt eine Datenbank, die wir liefern mussten, eine Datenbank, die das ganze Interface von der Bodenstation zum Instrument darstellt, damit die Bodenstation mit einer generischen Bediensoftware das Gerät bedienen kann, ohne irgendwas neu zu programmieren. Also die greifen einfach auf eine Datenbank zu, wo die ganzen Befehle und Antworten kodiert sind. Die haben wir erzeugt das in einem Format, was ungefähr CSV ist, Separated Valued. Ja, ist spezifiziert, ist ein bisschen kompliziert und ist auch wieder so ein Ding, wo man überall Tippfehler machen kann. Deswegen haben wir die Datenbank nicht direkt eingegeben, sondern das hat Felix gemacht in Prolog, weil Prolog definiert Regeln und das ist im Prinzip eine Datenbank. Dann haben wir zwei Beispiele. Das ist also ein Telecommand, was eine Information anfordert mit einem Parameter. Und ein anderes Beispiel für einen Typ aus dem aus den Überwachungswerten, also ein Temperaturwert, der zyklisch überwacht wird, 16 Bit Grad Celsius und Umrechnungsfunktion. So steht das drin. Daraus erzeugen wir aber nicht nur diese Datenbank für die ESA, sondern erzeugen parallel dazu die ganzen Interface-Funktionen für unsere Software, erzeugen Tech-Schnipsel für die Dokumentation und erzeugen TCL-Schnipsel für unseren Bodenstationssimulator. Sichergestellt, dass intern die Software, die Dokumentation so immer synchron läuft. Wenn wir da oben Fehler machen, ist natürlich alles falsch, ist richtig, das kriegt man dann irgendwann raus, aber wenn das stimmt, also die Dokumentation muss man nicht nachziehen. ESE, das ist das Electronic Ground Support Equipment, das ist der Simulator, den wir benutzen, um den Onboard-Computer zu faken, zu simulieren, mit dem das Instrument dann kommuniziert. Es ist einfach ein Linux-Rechner mit einer Spacewire Ethernet Bridge, Netz, hier Spannungsversorgung, genau, und der quatscht dann mit der eigentlichen EPU. Alles in TCL und TK zusammengeballert, was einfach war und flexibel und wir konnten schnell Änderungen machen. Genau, und da kann man dann Pakete abschicken, kann sich die Housekeeping-Werte angucken, also die Lebenszeichen des Instruments, Paketenlog, Wertebereiche überprüfen und so weiter. Wie ist das halt? Genau. Ist jetzt nicht so spannend, muss halt Daten, Pakete archivieren und die Sachen überwachen und Schnittstellen zu den einzelnen Komponenten. Genau, die Test-Suite auch alles einfach, Bash-Skripte, die einfach über dieses EGSE-Pakete absenden,
Rückantworten und Verarbeiten und möglichst jeden Service, also jeden von diesen POS-Services, die wir bedienen, die wir liefern, die wir anbieten sozusagen, testet und Regression überprüft und validiert und so weiter. Genau, das. So, Dokumentation, also jetzt kommen noch so ein paar Details. Einzelne Dokumentation wurde sehr viel gefordert von der ESA, Dutzende Dokumente. Wir haben einfach mal zusammengetragen, was so die Hauptdokumente waren. Das ist das Einzige, was wir aus eigenem Antrieb geschrieben haben, also ein Language Reference Manual für das abgewandelte Oberhorn. Die mit den Sternen markierten, das sind Dokumente, die wir in Teilen automatisch generiert haben, um uns Arbeit und das und Fehler zu sparen. Die Requirements, also was hat man uns am Anfang gesagt, was müssen wir programmieren? Das waren zwei Zettel. So sieht das dann aus, wenn einem ESA-Projekt die Softwareentwicklung für so einen Kontrollrechner anfängt. Da sind dann über 500 Requirements allein für die Software draus geworden und noch ein paar tausend für das ganze Instrument. Was immer noch nicht vollständig spezifisch, also gab es immer noch Missverständnisse, aber war so im Wesentlichen okay am Ende. Sind aber gewachsen über die ganze Projektlaufzeit. Also bis zum Ende wurden Requirements geändert, dazugenommen. Die meisten Sachen haben wir als PDFs gekriegt, also nicht irgendwie formal spezifiziert, sondern du musst dann hunderte Seiten von Text lesen, du kriegst die neue Version von dem Dokument, musst hunderte Seiten von Text lesen, um zu finden, ob da vielleicht Änderungen drin sind. PDF-Diff ist unser Freund. Wir haben dann zum Beispiel eine Übersicht generiert, wo werden diese Requirements in der Software abgebildet, indem wir einfach die Requirements-Nummern als Kommentare in der Software dazu geschrieben haben. Also hier ein Stück Software und da Requirements-Nummern. Und dann ein Tool haben, was uns da eine große Tech-Tabelle draus generiert und spart enorm Arbeit, ne, wenn man das nicht alles mit Hand machen muss. So, ja, wir haben hier noch so ein paar Zugaben. Wie steuert man ein Instrument mit 100 Kommandos am Tag, wenn jede Minute eine Messung gemacht werden soll, mit Motor bewegen, Messung starten, abwarten, Messung einsammeln, eventuell komprimieren und so weiter? Also wir haben so eine Art Skripte implementiert, dass man also statt diese einzelnen Arbeitsschritte zu machen, wie so eine Art Subroutine auf dem Instrument aufruft mit Parametern und sagt, ich möchte zum Beispiel ich möchte eine Messung machen mit folgenden Parametern und dann zweimal hintereinander folgende zwei Messungen und die werden dann im zeitlich sehr präzisen Rahmen, werden diese Messabläufe abgefeuert, eingesammelt, Daten zum Boden geschickt und so weiter und das alles mit einem Telekommand. Es ist nicht Turing komplett, also wirklich nein, alles statisch, damit man bloß nicht irgendwie hängen bleibt oder. Also ja, eigentlich nur eine Liste, was gemacht werden soll und die einzige Kontrollstruktur ist eine Schleife mit einer festen Anzahl Schleifen. Aber das ist der Payload für das Command? Bitte? Ist das der Payload für dieses Telekommand? Also passt das in diese 200 paar Bytes, die ihr da hochschicken könnt? Ja, nee, das ist eine Subroutine, die dann definiert ist auf dem Festspeicher, auf dem Gerät. Okay. Und die Payload sind diese Zahlen hier, die zwei, die sind jetzt hier bei dem Beispiel, sind die als Zahlen eingetragen. Das ist aber eigentlich Loop X und dann wird X gleich 2 hochgeladen. Okay. Das heißt, hier werden 1, 2, 3, 4, so ein, zwei Dutzend Zahlen mit hochgeladen. Das passt dann wieder in so ein Telekommand rein. Man kann aber auch stückelweise neue Skripte hochbeamen, sozusagen. Das ist dann im Prinzip Software-Update. Ja. Ja. Jetzt sind so in die Fragen übergegangen, aber wir machen erstmal einen Applaus. Vielen Dank euch und ich habe es auch also einigermaßen strikt jetzt gemacht, weil ich denke, es sind auch noch mehr Fragen. Dass wir auch die 5 Minuten noch für Fragen haben. Ich hoffe, ich gehe mal stark davon aus. Ja. So viele können wir vielleicht auch gar nicht machen. Ihr ruft euch auf. Ne? Bitte. Diese Code-Struktur mit Modulen und statischen Rendezvous zur Datenübergabe und so, das erinnert mich sehr stark an
Pastimes und Rendezvous bei ADA. Und ich habe irgendwo auch mal gehört, dass die ESA das auch verwenden würde. Also wisst ihr irgendwie, warum da jetzt ausgerechnet auch Mistra C gesetzt wurde und so? Also ADA wird bei der NASA nach wie vor verwendet, ja. Aber das ist ESA in amerikanisch sozusagen. Haben wir wieder entdeckt sozusagen. Ja. Also wir hatten keine Vorgaben. Wir hatten keine Erfahrung in Weltraumprojekten. Haben irgendwie so einen Haufen PDFs von der ESA gekriegt und haben uns dann, was können wir am einfachsten machen. Aber das ist, ja. Ist es naheliegend für Low-Level-Software mit wenig Ressourcen, dass man irgendwie so ein möglichst einfaches Konzept hat, weil man viele Sachen gleichzeitig bedienen muss. Ne? Also man muss sozusagen so viel Instrumente überwachen, Daten abschicken, immer auf neue Nachrichten warten, dass im Endeffekt keine andere Möglichkeit ist, mit so wenig Ressourcen sowas abzubilden. Ja, bitte. Ja, danke. Mich interessiert, ihr habt ja ein ganz kleines Beispiel an der State Machine mit dem Test gemacht, zeigt. Da muss man schon extrem aufpassen, dass ihr da nicht einen Fehler macht, weil ihr habt ja States und wenn ihr die vermischt und ihr vergesst zum Beispiel auch den Disposal irgendwas, dann... Ja, ist richtig. Wie habt ihr ab... Also ich nehme an, dass der Code ist, den du gezeigt hast, das ist der Code, den ihr auch tatsächlich geschrieben habt. Das heißt, ihr habt das nicht generiert aus irgendeiner... Nee, das ist... Das heißt, wie habt ihr sichergestellt, dass ihr da keine Fehler macht? Ist es dadurch, dass ihr praktisch am Ende dann daraus die State Machine, die Descriptions, die Diagramme erzeugt haben und da würde dann erkannt werden, wenn eine Lücke entsteht, oder? Ja, genau. Die Diagramme sind aus dem Quellcode. Dadurch, dass wir den Übersetzer selber geschrieben haben, konnten wir natürlich auch den Compiler so weit modifizieren, dass wir Metadaten generieren und dadurch Message-Fluss zwischen Modulen, die States in einem Modul, alles das konnten wir sozusagen dumpen und uns angucken und überprüfen in dem Sinne. Cool, ja. So, da war noch eine Frage direkt hinter Ihnen. Ja. Und zwar bei diesen 100 Befehlen, die man schicken kann pro Tag, gibt es da auch irgendwie sowas wie, keine Ahnung, höchstens 10 pro Stunde? Oder könntet ihr auch sagen, okay, wir müssen jetzt was updaten, wir wollen jetzt 60 Befehle direkt am Stunden senden? Wie gab, ist das bei dem Rückkanal? Ist das auch irgendwie zeitlich gemanagt? Also bei dem Telecommands gab es tatsächlich noch die Vorgabe höchstens 5 pro Sekunde. Also 5 pro Sekunde muss die Software einfangen können, verarbeiten können. Aber ansonsten nicht, nee. Und ja, vor allem, weil diese Telecommands, die werden ja nicht in Echtzeit hochgeschickt und dann sofort ausgeführt, sondern die werden in der Bodenstation vorbereitet für eine ganze Woche, für alle Instrumente. Dann wird das hochgeladen für die, sagen wir mal, für in 3 Wochen und dann wird dieser Ablauf wird dann abgefeuert. Das betrifft auch die Lagesteuerung von dem ganzen Spacecraft. Also wie sich das bewegt und wo es hinfliegt, das wird Wochen vorher festgelegt. Das kriegt man also mit dem Auto auf der Autobahn nicht hin. Ne? Eine Frage kriegen wir noch hin. Ja, ihr habt das Oberon ganz schön stark abgewandelt. Also das Next Keyboard, gehe ich mal davon aus, dass das eure Sache ist. Da kann man auch an den Film und Sekunden machen, ne? Fand ich. Jedenfalls, aber ihr habt ja den Übersetzer ins Scheme geschrieben, also den Mist-Dialekt. Warum habt ihr dann nicht auf statt der oberen Syntax einfach die List-Syntax genommen, dann hättet ihr euch das Parsen sparen können. Das war das jetzt so eine Liebe zum Oberon oder eine Abneigung gegen Klammern oder was war das? Die Sache war, also Abneigung gegen Klammern schon mal gar nicht, ne? Aber du brauchst halt eine statische, möglichst einfache Sprache. Ohne Garbage Collection? Ohne Garbage Collection. Und wir hätten natürlich eine andere Syntax nehmen können, aber... wir sind ja nicht isoliert da. Ne? Wir haben andere Mitarbeiter und sowas, die teilweise uns ausgeholfen haben, weil wir natürlich völlig unterbesetzt waren. Und dadurch, Oskar hat mit Pascal viel gemacht. Ich fand es irgendwie, das ist einfach und zugänglich und relativ klar. Und auch syntaktisch strikter. Ne? Also Klammersyntax ist super flexibel, aber deshalb sieht ADA so aus, wie es aussieht, damit man möglichst wenig... dass syntaktische Fehler schnell gefunden werden. Und da ist so eine klassische, strukturierte Sprache mit Schlüsselwörtern im Endeffekt besser zu parsen und weniger fehleranfällig.